Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 20 mit der Karriere beim 1. FC Köln. So, 0-0 gegen Leverkusen gespielt. Naja, immer noch Dritter, oder? Bin ich Dritter? Ich bin Dritter. Sehr gut. Also immer noch Dritter, immer noch 3 Punkte Rückstand auf Bayern auf dem ersten Platz. Aber es wird. Wenn nichts wird, wird oder so. Okay. Wir spielen gegen die Bayern im Halbfinale der Champions League. Dafür nehmen wir unsere Rotation 2. 4-4-2 natürlich. Stellen diese auf 100%. So muss das sein und nicht anders. So, okay. Weiter geht's. Aha, er akzeptiert unser Vertragsangebot, was wir vorhin gemacht haben. Unsere Reserve hat 2-0 gegen Fortuna Köln gewonnen. Ist auch sehr gut. Auflaufprämie ist eigentlich irrelevant. Egal. So, jetzt spielen wir gegen die Bayern. Ab in die Trainingswoche mit euch. Na komm, ach, wo ist denn die Maus schon wieder? Ich bin immer blöd mit meinen beknackten Augen. Egal. Champions League Halbfinale gegen die Bayern. Mal gucken, was das wird. Bayern. Hey, da ist aus. Ah ne, ist DFB-Pokal, ist nicht Champions League. Okay. Ist das DFB-Pokal? Okay. Kann man auch mitleben. Muss man auch 3D spielen. Oh Mann, ey. Das ist doch ein Viertelfinale, ne? Ich glaube ja. Okay. Dann habe ich mich vertan, ist erst nächste Woche die Champions League dran. Aber DFB-Pokal, Scouting abgeschlossen gegen die Bayern. Da müssen wir jetzt 3-mal hintereinander gegen die Bayern spielen. Auch nicht schlecht. Na gut, dann wollen wir mal. Nicht Videotext. Nein. Das gucken wir im 3D-Modus an. So, dann gucken wir mal, was wir gegen die Halbfinale, genau, DFB-Pokal-Halbfinale. Na dann. Schauen wir mal, was die leisten gegen die Bayern. Also nach der Saison werden 2 Stürmer verkauft. Da müssen wir mal gucken. Also dann wird der Dulberg verkauft und der Jovic wird verkauft. Vier oder drei Offensiv spielen die. Oh, mal gucken, was sie gegen die Bayern zustande bringen. Zack, da ist schon das 1-0 für die Bayern. Meine Güte. Tja, da haben die uns mal eben geschockt, ey. Ah, komm, ey, hätte das 1-1 sein müssen eigentlich. Ah. So ein Driss. Ah, daneben. Zu nervös, der junge Mann. Zu nervös. Mehr sage ich dazu nicht mehr. Achso, wir wollten ja nach dem Leverkusen-Spiel in die Infrastruktur reingucken. Dann machen wir jetzt hier nach dem Bayern-Spiel. Wenn wir zu weit gehen, kriegen wir sowieso einen auf den Sack. Ah.
Ich meine, Chancen haben wir ja eigentlich, aber die Stürmer kriegen das einfach nicht gebacken, das Tor zu versenken, den Ball. Jetzt aber. Ah, oh, wieder nichts, ey. Oh Mann. Ja, nächste Saison wird eh eine neue Taktik gespielt. Kein 4-4-2 mehr, dann kommt ein 4-3 halt, nicht? Dass das System funktioniert, haben wir ja gerade eben gegen Leverkusen gesehen. Die waren ja 41 Spielstärken besser als wir. Und 2-0. Oh, das war wieder so klar. Jetzt wird umgestellt. Jetzt habe ich die Faxen dicke. Wir haben eine Schnauze voll, sozusagen. So, gucken wir mal. Co-Trainer wechselt aus. Und dann wird einfach nur risikoreich gespielt und variable Pässe weiter. Gucken, ob das was bringt. Ach, abseits. Jetzt in die Mitte. Ach Junge, spiel doch besser. Ich weiß, dass du das besser kannst. Sehr gut gespielt, ah, hat der Neuer gehalten. Oh Gott, wenn das so in der Champions League geht, dann kriegen wir einen richtig auf den Sack, ey. So, und weiter geht's. Gucken wir mal. Nein, Christoph. Sehr gut. Jetzt in die Mitte. Ach Mann. Muss der Bayern-Verteidiger stehen, das kann doch nicht sein. Und jetzt komm. Ah, Menno. Immer der letzte Pass. Immer der letzte Pass. Abseits. Na endlich 2-1. Es wurde aber auch Zeit, ey. Mann, 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 Mann. Schön ist was anderes. Ein Tor noch, dann hat er erstmal das 2-2 geschafft. Gut getackelt. Genau, lauf die Linie lang, Junge. Ach, die Flanke muss auch weg vom Tor. Zu nah ins Tor gezogen. Ja, jetzt aber, komm. 2-2, jawohl! Dolberg. Kaspar Dolberg. Na, Junge, fang nicht so ein Driss an. Na, immerhin 2-2 noch geschafft. Hm.
Tja. Und 3-2, das war's jetzt. Leider verloren. Das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, oder? Nee, doch nicht. Schade, 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 schade. Ah, sind wir aus dem DFB-Pokal raus. Kann man nichts machen, ist halt so. Man kann nicht jedes Spiel gewinnen. So, weiter. So, das war's dann erstmal wieder für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns beim Spiel gegen Fortuna Düsseldorf morgen wieder. Und zwar im Videotext, ne, im 3D-Modus. Nicht im Videotext-Modus, im 3D-Modus. Bis morgen dann. Ciao, ciao.